Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pflanzen gegen Zombies 2. Ja, letzte Folge haben wir diese ziemlich witzige Pflanze kennengelernt, die die Zombies einfach mal eben wieder zurückschickt in die Vergangenheit, was ich ziemlich cool finde. Und ich bin mal gespannt, was wir da noch alles so erleben werden, weil bisher ist diese Welt ziemlich genial und ich freue mich jedes Mal wieder, sie spielen zu können. Aber vorher fetzt mir einmal kurz durch die Piñata Party. Vielleicht könnten wir ja noch irgendwas Schönes einsammeln. Wer weiß, mal gucken. Vielleicht gibt es ja was Schönes. Oh je, meine, die Schafzombies. Diese Zauberer, die unsere Pflanzen in Schafe verwandeln. Oh Gott. Okay, na gut. Schauen wir mal, was die so machen. Wir werden sie sicherlich klein bekommen. Wir werden uns von denen nicht einschüchtern lassen. Nein, nein, keine Frage. So, jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Schaden. So. Weil der wird so schon down gehen. Das sind die Wichte. Vielleicht können wir mit dem down. Mal gucken, mal gucken. Kriegen wir schon hin. Ja, doch, die sind auf alle Fälle schon mal weg. Ja, ich sehe schon. Oh, Diamant! Yay! Da noch eins hin. Da noch eins hin. Mehr Schadenspflanzen haben wir ja gerade irgendwie nicht. Bringen wir das mal aufs Feld. Oh, guck mal, da endlich mal wieder nochmal eine Pflanze, die ein bisschen Schaden macht. Das ist halt schon irgendwie stressig, dass wir sonst nichts haben, ne? Dass irgendwie Schaden machen würde. Schade eigentlich. Aber kriegen wir schon hin. Oh, da kommt der Zauberer. Den werden wir ziemlich schnell ausschalten. Ziemlich schnell, wenn wir den ausschalten. Der wird nicht lange überleben. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh da durch. Geh da durch. Hallo? Du willst da nicht durchgehen. Okay. Der muss ausgeschaltet werden. Und nochmal hier. Und hier vielleicht auch noch. Jetzt ist aber der Zauberer gleich down, oder? Komm schon, Zauberer, geh down. Ja, endlich. Geht doch. So. Nein, hier wird nicht schon wieder gezaubert. Hier wird gleich down gegangen. Und zwar sofort. So. Oh, da oben hat sich einer durchgeknabbert. Wieso lebt er noch? So halb angeknabbert. Oh je. Entschuldigung. Da kam zwei Niese durch. Gut, dass ich mich noch muten konnte. Nicht, dass ich da hier voll nutze. Das gibt's ja gar nicht. So, so, da, da. Kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Vielleicht das hier mal mit Dünger. Ich würde einfach nochmal. Oh, war ich zu langsam. Ich mach den da mit Dünger. Ah ja, da mache ich diesen Effekt hier. Genau, stimmt ja. Ich war gerade am Überlegen, was der Düngereffekt nochmal angestellt hat. Ich wusste es nämlich nicht, ne? Oh, da kommt ein Gargantua! Kommt ein Gargantua! So, hier noch ein bisschen Schaden machen. Hier noch ein bisschen Schaden machen. Das ist eigentlich eine relativ einfache Piñata-Party, muss man schon sagen. So, hier unten noch ein bisschen. Hier nochmal. Der Gargantua auch wirklich richtig derbe Probleme bekommen. Ja, hier nochmal. Ja, schau dich das an. Der Gargantua überlebt das nicht lange. Und down ist er. Wunderbärchen. Sehr schön. Gut, bei so vielen Pfützen am Boden, da konnte der natürlich nicht durchhalten. So, 250 Münzen, 100 Münzen und 750 Münzen. Oh, mehr gab es heute nicht. Oh, okay. Das war jetzt aber... so wenig haben wir schon lange nicht mehr bekommen. Na gut. Kein Problem. Ist ja nicht so schlimm. Dafür haben wir so einen Diamanten bekommen. Und wir fighten uns jetzt durch Level 11. Was ein Speziallevel ist, das heißt, es wird wieder irgendwas vorgegeben sein, wie zum Beispiel ein Scrolling-Level oder sowas in der Art. Gucken wir mal. Okay. Okay. Aber wir haben fest vorgegebene Pflanzen, die wir benutzen dürfen. Okay. Achso, ich sollte vielleicht anfangen zu pflanzen. Es ist wertvolle Zeit, die ich hier verstreichen lasse, wenn ich hier nicht allmählich schon mal was pflanze. Eieieiei. So. Die ist mit dabei. Interessant. So. Ersten Zombies kommen gleich. Bomben die einfach mal weg. Es ist eh nur der eine. Okay. Schönes Bärtchen hast du. Schnieke, schnieke. So. Okay. Weiterhin schön brav Sonnenblumen pflanzen. Kann es sein, dass es nochmal irgendwelche Pollen gibt? Meine Nase denkt sich heute auch irgendwie so YOLO. Keine Ahnung. Pollen nochmal unterwegs. Kann durchaus möglich sein. Ich glaube, wir pflanzen noch eine Reihe. Kann nicht schaden. Kann man ja später durchaus wieder wegreißen. Wäre ja nicht das Problem.
Ah, bringen wir das hier schon mal an. Das Bäumchen wird es eigentlich nicht brauchen, aber das kann man ja notfalls wieder wegmachen. So. Ich meine, wir können es ja auch jederzeit wieder zurückschicken. Das Schöne daran. Und da der auf der Lane ist, müsste der jetzt auch gleich Doppelbeschuss abbekommen. Ist ja auch perfekt. So. Magnet haben wir nicht. Das heißt, wir müssen dann hier den beispielsweise wegbomben oder so. Oder wir pflanzen ihn das hin. Das könnten wir auch machen. Schauen wir mal. Am Anfang ist noch alles ziemlich relaxed und easy. Da müssen wir uns noch keine großartigen Sorgen machen. Oh oh. Entschuldigung. Dass ich mich immer erst beim zweiten Nieser muten kann. Meine Güte. Entschuldigung, ihr Lieben. Weiß nicht, ich glaube, Pollen sind nochmal unterwegs. Irgendwie sowas naht, ne? Kann schon sein. So, der bombt jetzt gleich in die Luft. Wir könnten hier jetzt einmal, aber das will ich gerade noch nicht. Da will ich noch warten. Oh, jetzt kommt hier Stress. Jetzt kommt hier Stress. Jetzt kommt hier Stress. Sonne, 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 Sonne. Und zurück. Zurück. Alles zurück. So. Wunderbar. Ja, diesen Vorteil ist, wir haben die jetzt hier alle auf einen Haufen. Da können ja voll viele einfach so wegbomben. Krass. Ziemlich krass. Und ziemlich OP schon fast ein bisschen. Na gut. Irgendwie fand ich das jetzt ganz lustig, aber auf der anderen Seite war es halt wirklich fast ein bisschen OP. Dass wir die jetzt so weit zurückschicken haben können, einfach so binnen weniger Sekunden und dann einfach so viele auf einen Schlag weggebombt haben. Na gut, aber grundsätzlich ist es ja nicht schlecht. So, kannst du hier mal bitte, danke, endlich mal down gehen. Sehr schön. Ich mag den Opa, aber er ist irgendwie seltsam. Die machen wir hier mal ein bisschen langsamer. So. So, jetzt gucken wir mal, wie es vom Schaden her ist. Ob wir die nicht vielleicht demnächst zurückschicken müssen. Ach, das sind eh schon die letzten. Oh. Das ist interessant. Oh, dann einfach nur nochmal, weil es so schön war. Komm. Einfach nur, weil es so schön war, nochmal zurückschicken. Das war aber dann wirklich ein leichtes Level, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass jetzt schon die letzten sind. Na gut. Kann man ja nochmal ein, zwei Pflanzen anbringen. Oh, das ja, ist eh schon down. Schalten wir die nochmal ein bisschen langsamer. Hier nochmal. Ja, wunderbar. Warten wir noch, bis wir 150 Sonnen haben. Kommt schon! Sonnen! Schneller! Dankeschön. Und flump. So, wunderbar. Einfach, muss ich gestehen. Wirklich sehr einfach. Aber gut, warum nicht? Es darf zwischendurch auch gerne mal wieder ein bisschen einfacher sein, aber trotzdem, das war jetzt alles wirklich ein bisschen krass einfach. Auch letzte Folge hatten wir ja doch auch einige ziemlich einfache Level, muss ich gestehen. Na gut. Weiter geht's. Lassen uns davon jetzt nicht allzu verwirren, weil vielleicht ist das nächste Level schon wieder total schwer. Gucken wir mal. So, was ist das denn, was wir als nächstes bekommen? Oh, unser erster Gargantua. Okay. Und wir haben halt die komplette, wirklich die, das komplette Programm. Mit allen Pflanzen, die es so gibt. Ich werde heute mal mit Kühle arbeiten. Ich werde die hier mitnehmen. Und dann natürlich auch mit den Pflanzen, die wir vom Spiel selbst vorgegeben bekommen. Und ansonsten nehmen wir das und das noch mit. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann haben wir Pech gehabt, aber gucken wir jetzt einfach mal. Neon Mixtape Tour Tag 12. Das erste Level mit Gargantuas. Zumindest hier in dieser Welt. Gut. Also, wir brauchen natürlich relativ zügig Sonnen. Gucken wir mal, wie zügig wir an Sonnen kommen. So, jetzt lassen wir den erstmal ein Stückchen vorlaufen. Natürlich nicht allzu weit, aber ein kleines Stück sollte er schon vorlaufen dürfen. So. Kommt die Stupspflanze mal hier zum Vorschein. Oh, der läuft extra auf der Lane, das ist super. Dann wird er nämlich auch weggestupst. Dann können wir nämlich nochmal eine Sonnenblume pflanzen. Sehr schön. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Das heißt, der wird weggestupst. Was? Oh.
Das ist natürlich schlecht, wenn der das kann. Können wir den zurückschicken? Na, der dürfte jetzt down gehen. Hoffe ich. Nein, 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 nein. Der macht Pflanzen einfach so kaputt. Schick ihn mal zurück. Der macht die Pflanzen einfach so kaputt. Das ist ja krass. Okay. Das ist übel. Das ist übel. Jetzt weiß ich auch, was der mit seinem Mikrofonschwenk macht. Oh, wow. Das ist böse. Das ist echt böse. Den müssen wir also wirklich schauen, dass wir schnell ausschalten. Weil das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Na gut. Aber mit der Kombination mit den verschiedenen Pflanzen, die wir so haben, dürfen wir das hinbekommen. Theoretisch. Theoretisch. Gut, lass uns weiter schauen. Was wir allerdings jetzt nicht mitgenommen haben, war die Dingens, die den Magneten. Den haben wir jetzt nicht mitgenommen, ne? Das könnte negativ werden. Aber gut, wir dürften es auch ohne Magnet schaffen. Und hier vielleicht die schon mal hin machen. Hier am Boden. Hier auch noch. Zurückschicken können wir die auch sehr bald. Das ist gut. Sieht es mit Stupsen aus? Stupsen könnte man sie auch bald. Wir schicken die mal zurück. Nehmen wir hier mal die hier hin. Wenn wir Dünger haben, können wir die auch da anwenden. Da kommt eh schon der Dünger zurück. Wir könnten hier mal die Luft sprengen. Dann haben wir nämlich hier mal so einen großen Bereich weg. So, hier die Stupspflanze. Hier diese Pflanze. Und da würde ich hier nochmal eine Stupspflanze hinmachen und dann die Eispflanze noch ein bisschen weiter ausbauen. Kann, denke ich, nicht schaden. Hier dann allmählich mit Nüsschen arbeiten. Wir müssen ja auch schauen, dass wir dann so noch ein bisschen Schaden aufs Feld bekommen, damit der Gargantua dann halt auch stirbt, ne? Gut. Aber das kriegen wir hin. So. Hier wollte ich noch eine Stupspflanze haben. Hier das Nüsschen. So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und hier nochmal schön Schaden von vorne und halt die Zombies durch den Eiseffekt wunderbar einbremsen. Finde ich sehr gut. Bin mal gespannt, der Gargantua dürfte wahrscheinlich aber auch auf diese Pflanzen draufhauen. Also die werden den Gargantua nicht überleben. Aber wir haben Bäumchen. Wir haben Bäumchen und wir haben Dünger. Das ist wunderbar. Wow, 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 wow. Wollte gerade sagen, wieso ist der nicht... Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn man den nicht hätte angreifen können. Wow. Okay. Warte mal, wir müssen diesen einen Zombie da wegbekommen, danke. Damit der Gargantua angreifbar wird. Das wäre es jetzt noch gewesen. Sondern schickt man jetzt alles wieder zurück. Komplett zurückschicken. Komplett zurückschicken. So. Und alles nochmal auf Anfang. Okay. So, und jetzt kann die hier nämlich jetzt runter und für mich stupsen. Ich würde jetzt erst wahrscheinlich die kleinen Zombies beseitigen. Da müsste sie jetzt... Sie müsste jetzt die ganze Zeit auf den Gargantua stupsen, oder? Stupst sie nicht auf den Gargantua? Wieso macht sie nicht das Nüsschen kaputt? Sondern stattdessen diese Pflanze hier. Muss ich nicht verstehen. Naja, wir haben es weggebombt. Keine Ahnung, warum das auf das... Auf die fette Beete ging. Warum? Keine Ahnung. Okay. Ein Geschenk. Ist ein Skin drin? Ich vermute es. Was ist drin? Na komm schon. Ach, jetzt auch der Reiseklotz durchrödelt, ne? Und es ist ein neues Kostüm. Ach, das mit diesem... Okay, das sieht sehr creepy aus, muss ich gestehen. Okay, gucken wir mal den Reiseklotz. Den Eigentümern haben wir freigeschalten. Okay. Heißt, da haben wir zum Beispiel schon ein paar Punkte bis zur nächsten Belohnung. Ist jetzt nicht so viel, aber gut. Wir könnten mal ganz kurz mal wieder in den Seengarten schauen, bevor wir weitermachen. Weil wir haben jetzt eine Piñata-Party und zwei Level. Ist eigentlich sind wir sehr gut weitergekommen. Wir könnten stattdessen mal ganz kurz noch in die Bibliothek gucken, was da Schönes steht. Wäre eigentlich auch eine Idee wert. So, jetzt hier erstmal. Schön. Bearbeiten, das alles gießen. Wird auch nochmal jede Menge Geld bekommen.
Die Pflanze mit Düngereffekt zu haben auf dem Feld, stelle ich mir auch ziemlich witzig vor. So, ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir gucken jetzt mal wieder mal in die Enzyklopädie da rein, was es denn da so Schönes gibt, weil wir haben halt hier, haben wir halt jetzt nicht mehr allzu viel. Ja, wie ihr schon seht, das ist 13, 14, 15, 16 und dann sind wir halt schon wieder durch mit dieser Hälfte der Welt. Wäre es halt doof, wenn wir jetzt nochmal ein Level reinbringen. Dann haben wir halt bald nichts mehr. So bekommen wir auf alle Fälle noch zwei Folgen zusammen. Okay, gut, gucken wir mal. Wenn ihr Beat läuft, zieht sie eine fantastische Regenbogenspur, dass sich her die andere Zombies schützen kann. Der Glitterzombie bringt andere Zombies dazu, Boogie zu tanzen, bis die Bude wackelt oder zumindest bis das Licht angeht und die Rauschmeister den Laden räumen. Gut, der Gargantor. Ach, da hinten ist er, okay. Das hier. Er zieht Pflanzen in der Nähe eins mit dem Mikrofon über und lässt wirklich kranke, verstörte Reime vom Stapel. Natürlich soll es keiner wissen, aber das ganze Bling-Bling von Mac Zombie ist eigentlich nur vergoldeter Blechschmuck von seiner Oma. Oh, das ist natürlich doof. Wenn seine Musik läuft, tanzt er Pogo und schubst Pflanzen ein Feld zurück. Schwäche Magnetpilze reißen ihm den Kopf ab. Die vielen Piercings unterstreichen die Persönlichkeit des Punk-Zombies und seinen Glauben an die individuelle Freiheit. Das oder er ist einfach mit dem Gesicht in eine Nähmaschine gelaufen. Oh, das ist gemein. Wird hinter die meisten deiner Verteidigungslinien geschleudert und rockt ab, bis deine Ohren bluten. Kritiker sind sich uneins, ob die Texte des Punkwichts banal, konfus oder der künstlerische Gipfel der Zompunk-Bewegung sind. Ein ungeheuerliches Monster of Rock. Schäden plättet Pflanzen in seiner Gitarre. Schaden sendet einen tödlichen Schall, wenn Metalmusik läuft. Und Besonderheit wirft Punkwichten, wenn er Schaden nimmt. Der Herr Metal Gargantua kennt nur einen Akkord, aber den spielt er die ganze Nacht. Oder noch länger. Okay. Kündigt die Ankunft einer großen, groovigen Zombie-Welle an. Phosphoreszierende Farben und kleine gelbe Plastikstreifen, das sind die Kennzeichen der revolutionären neuen Zombie-Flagge. Eimer mindernden Schaden, so funktionieren sie nun einmal. Der Neon-Eimer-Zombie hat auf der Müllhalde lange nach einem passenden Kopfband gesucht. Der Pylon bietet Schutz und sorgt für einen klasse Sound. Der Neon-Pylonen-Zombie war ein Anhänger der Devolutionstheorie, aber dann hat er vergessen, worum es dabei ging. Oh, super. Ein ganz normaler musikfanatischer Neon-Mixtape-Zombie. Er lässt es mit dem Headbang etwas ruhiger angehen, weil er befürchtet, dass ihm bald der Kopf abfällt. Ach, schön. Ich mag die Texte. Die sind immer ziemlich cool gestaltet. Dann gucken wir hier jetzt noch rein. Der Lauersellerie schnellt hervor und greift Zombies hinterrücks an. Und was steht hier im Text? Der Lauersellerie verbittet sich. Ach so, das haben wir ja schon durchgelesen. Dann haben wir das hier noch. Der eigentümliche Eigentümian schickt Zombies an ihren Ausgangspunkt zurück. Nutzung, einfache Nutzung, sofortige Wirkung. Seinen Denkweisen andere für offen müssen wir. Sein Denkweisen andere für offen müssen wir. Alles klar, gut, sagt der Eigentümian. Ist Einbahnstraße. Keine Zeit, die das gewusst. Ich habe immer. Oder gewusst immer habe ich. Oh Gott, ich kann sowas so schwer lesen, wenn das schon so grammatisch falsch ist, weil mein Kopf halt die Sätze eigentlich schon bildet, während man es liest. Das ist ja so ein Eigenart des Gehirns. Das hat ja jeder irgendwo, dass er manchmal Satzstellungsfehler oder Grammatikfehler manchmal überliest, weil der Kopf es ihm eigentlich schon vorgibt. Ist ganz witzig. Okay. Witzig geschrieben, muss ich gestehen. Na gut, gucken wir mal weiter. Ich würde sagen, nächste Folge machen wir dann eben, ja, wie immer, Piñata-Party und zwei Level dieser Welt. Und dann schauen wir mal. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.